Hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play von Mount & Blade Warband Floris Mod. Ein gigantisch guter Mod, wurde noch besser gemacht. Ich war damals schon richtiger Fan, war aber immer wieder am Ausrasten, weil es zu schwer war. Heute habe ich ja den ersten Part auch gemacht, bei euch kommt der eventuell im zweiten Part. Ja, muss. Und deshalb, also im zweiten Tag kommt. Und wir waren schon extrem. Wir kamen an in Charit, kamen wir an und Charitz kamen wir an und wurden direkt von Deserteuren zu zermalmt. Wir hatten nichts, keine Truppen, nichts. Es war so unfair. Aber wir haben uns aufgerafft wieder bei Veja Castle und wurden dann zu einem Helden vom Bruder des Händlers von Charis. Gut. Jetzt müssen wir hier jemanden töten. Jemanden Böses. So. Ist es jetzt anders? Sieht ein bisschen anders aus. Vielleicht einfach wegen der Helligkeit jetzt des Tages. Es ist ein bisschen zu grell überbeleuchtet. Eventuell muss ich das ändern. Man kann es mit einem Tool ändern, aber dafür muss ich einfach die Information haben. Ich weiß jetzt nicht, was sie einstellen sollen. Es sind ganz viele Einstellungsmöglichkeiten, die gleich sind. Und ja, nicht gerade so Ding. Also wer mir da helfen kann, ist schon mal ein sehr guter Helfer. Also ich würde glücklich sein darüber. Einfach nicht ganz so stark, bitte. Eine gute Einstellungsmöglichkeit. Aber am besten testen. Ich kann es halt eben nicht, auch nicht testen. Wäre gut, weil ich auch in Zeit, also Zeitprobleme habe. Jo, da haben wir zwei Leute, aber sonst sehe ich jetzt gerade niemand. Im ersten Part hatten wir Nacht, da konnten wir ihn nicht finden. Jetzt müssen wir ihn suchen bei Tag und es ist Tag, also eigentlich sollte da irgendwo hier sein. Beim Dorfbewohner war ja ein zweiter und das sind immer die anhörbaren Sachen. Jäger. Ah, da ist er. Ich suche nach einem Mörderer mit dem Namen Redmond dem Gaunt. Ja, du bist eigentlich der, der so zutrifft. Ich verstehe es nicht, Sir. Ich habe niemanden gekillt. Ich denke, du meinst den falschen Mann. Dann tu dein Schwert fallen lassen und steh zu deiner zu deiner Unlastigkeit. Kein Problem, ja, dann tue ich den Kopf weg. Ich brauche nur deinen Kopf. Du Hund, stirb du Hund. Genau, das wusste ich. Der ist relativ schnell. Shit. Gut, wir haben es geschafft. Boah, ich wusste, der war schwer. Ich bin ja auch nicht so gut schon im Kämpfen. Ich muss noch viel ein bisschen lernen. Ja, natürlich ist die Reputation runtergegangen. Aber ja. Wir gehen von den Banditen weg. So, und gehen zurück nach Charis. Ah, gut. Ah, noch mehr Banditen. Boah, das sind so hoch, also so viele Truppen. Ist das normal in diesem Mod? Gut. Ja, aber wir haben langsam Truppen. Schon 8 Leute. Hä? Okay. Ah, da haben wir ein Schiff, habt ihr gesehen? Sehr gut. Kader Akne. Gut, mein Bruder ist zu Hause in Sicherheit. Ja, ich... Das Geld ist natürlich sehr willkommen bei mir, ja. Natürlich, ich bin halt dein Lieb, ich brauche das Geld. Und ja, ich schnurre ein bisschen oft mit dir, deshalb
gehen wir einfach raus und kämpfen mal gut in der Stadt herum. Wir haben noch kein Schild, ja. Es ist Zeit! Auf sie! Ich kämpfe ein bisschen schlecht. Ich habe das Gefühl, das Kampfsystem ist ein bisschen anders oder so. Naja, es ist eher ungewohnt ein bisschen. So viel Grafikeffekte und so. Ich bin einfach abgelenkt. Das ist es. Da sind noch mehrere Leute. Nicht alle vorgehen. KI wurde nicht verbessert. Sonst hätte ich das gesehen. Prima! Ey, ihr seid so gut. Habt ihr mich getroffen? Hat so Ding, was sie mich getroffen haben. So. Ha, sehr gut. Ich sah, Sau heißt, ich säge. Okay, ich schaue aus das dem. Let every villain learn to fear the name Drag Basel. The heavens alone grant us victory. I'm glad to see that you're alive too. Komm, wir machen das. Ich will einfach mal wissen, was jetzt passiert. Wir sind ein Bandit, also ein Dieb. Wir sind der Meisterdieb. Gerrit, der Meisterdieb! Es passiert einfach mal nichts. Also wird noch etwas passieren. Gut, nochmals in die Taverne. Oh, Camp Followers. Ambrose Miliz. Townsman. Ja, sonst haben wir nichts mehr. Was willst du noch? Ja, gut, er muss weggehen, ja. Okay. Können jetzt nirgends hier. Ja, die sind einfach nicht da. Weil, wo ich getestet habe, waren dort zwei Dinge, die das übernommen. Einer hat es übernommen, dass er Bücher verkauft und Gedichte. Und einer hat gegeben, dass er eben Leute versklavt. Und eben, dass ich das abgeben kann dort. Help the task, give me, I found Richard. Ja, Richmond. And well, we are a lot better. This is Blue Money, I can't accept it. Okay. Wir bekommen nichts hier. Na gut, wir machen das nächstes Mal anders, hä? Sehr gut, ah ja. Marktplatz, Arms Merchant. Haben wir irgendwie eine Waffe, die relativ günstig ist. 428 haben wir zur Verfügung. Star ist zu teuer. Ja, gut. Ja, okay. 25. So. Alles weg. Ah, da haben wir noch etwas Gutes, oder? Ah nein, das war kein... Ich dachte, es wäre Schuhe gewesen, aber es war eine Rüstung. Rugged Care geht Armor 14, ja. Gut, dann haben wir das alles hier. Hä? Okay, ich brauche Essen. 140! 106! Also das Brot wurde teuer, hä? Also nehmen wir das und das. Okay. Ah ja, das weg. Genau. So. Horse. Keine
Ding, back to the Kamel. Okay. Ah, was war das? Combiners Overview. Geht nicht. Bui Food Automatically. You will buy for the shop list of food automatically. Do you want to continue? Configure the shopping. Also, ich möchte gerne Brot. Kaufpreis 150. Ich möchte gerne 3 Brot automatisch kaufen. Go back. Mal schauen, wie viel wir bekommen. Okay, wir haben 8. Wir könnten eigentlich die Looters killen. Hä? Surrender or die. Prepare to die. Ah, cool. Ja, wir sind verletzt. Wir müssen mit dem Bogen kämpfen. Wir wollen ja auch leveln. Ich will aber kurz hier rüber. Cool. Die Musik. Oh, Headshot. Okay, ich muss helfen. Keine Chance. Nein, der wurde verletzt. Gut, der da. Okay. Scheiße, wir haben viel Verluste gehabt, weil die einfach schwach sind. Ah, da ist noch einer. Ah, voll in die Fresse. Der hat voll in die Fresse bekommen. Gut, aber wir haben 2 noch. Es ist halt schwer am Anfang, klar. Aber eben, wir wollen auch ein bisschen eher alleine machen. Wir wollen nicht so viel mit Truppen machen, als eben die Kataphrakte. Tja, Looter. Niemand haben wir... Ah ja, der hat ja gar keine Gefangene gehabt. Sorry, Mikrofon ist verschoben, also ich bin dran gekommen. Wir nehmen jetzt Nahkampf, nehmen Kämpfe und ich muss mir ja nicht hier hochstufen. Ja, nehmen wir den noch, hä? Das ist 8, ja, ist besser. 10 haben wir auch, 10, 11 sogar. Hm. Okay, wir können alles mitnehmen. Wir haben ja Traglast geskillt. So, also ich werde es sehr, sehr spannend machen. Das werdet ihr dann sehen. So, hast du schon mal wieder einen Auftrag für mich? Ich bin jetzt eigentlich sowieso das relative Gegenteil vom normalen Warbanding. Dann kann ich mich immer ein bisschen, ja, es anders planen, oder? Die Frau war ja relativ nett und die, der ist relativ böse. Ja, wir geben den Brief an Derie. Also Musche Artis. Musche Artis. Jetzt muss ich einfach wissen, wo der Musche Artis ist. Barriere. Barriere. Okay, da oben. Ja, jetzt müssen wir reisen. Jetzt haben wir unsere erste große Ding. Reise, hä? Da haben wir 23 Banditen. Aus dem Weg, bitte. So. Ah. Wir können direkt mit ihm reden. Ja, schauen wir diese Quest.
Das wechselt sich noch nicht. Gut, dann gehen wir... Oh. Nein, das ist Ibiakyl. Sehe es jetzt gar nicht. Wo 3 ist. Ja, ich gehe einfach mal dort nach hinten. War's ja. Manhunters? Da ist es doch, oder? Ah ja, Baraye. Ich habe nur das Falsche. Ich habe das Dorf angeklickt. Gut, dann gehen wir nach Baraye. Oh, das ist der Banditen. Hey, das ist unfair! Ja, ja. Gut, hau ab. Das ist sehr unfair. Wir müssen Truppen haben. Wir machen jetzt Truppen. 5. Ah, dort hinten gab es, glaube ich, keine Truppen, deshalb... Ja, ich würde eigentlich die töten. Durkbar. Gehen wir mal kurz hier hin. Kann ich da mal kurz schauen, wie der hieß? Mushi Artis. Und schauen wir noch mal kurz. Mushi Artis. Er ist immer noch im Reihe. Okay. Noch kurz Taverne schauen, das ist schon wichtig. Schwertschwestern, cool, die gibt's auch noch. Marco Magnus der Slave. Okay. Scheinbar ein Böse, den möchte ich irgendwie haben. Ein Gefangener. Was kann ich haben für einen Prisoner? Okay, er ist betthungrig. I wish to ransom one of my companies. Ah, bei dem kann man die Gefangenen irgendwie freikaufen. Also ist es wahrscheinlich der, den ich ja brauche, zum die Gefangenen kaufen, verkaufen. Und eben freikaufen die Mitglieder. Aber ich weiß jetzt nicht wie. Wie sieht der Landlord zum... Ah, das ist das. Wollen wir dann mal noch kaufen, aber nicht hier. Wir kaufen das natürlich in der Hauptstadt. Hey, das ist unfair. Lol. Hallo. Ah, ich bin den... Ah, ich bin der Guadihalul. Hediul. Nein, hatte nicht. Also hau ab. Aber gute Rüstung hast du. Schön, schön. Ich mag sowieso irgendwie ein bisschen dreckig Kampf. Ja. Einfach schon ein bisschen kaputt gerichtete Rüstungen habe ich viel lieber. Es ist klar, man will schon mal Strandritter sein, aber ich will einen Ritter, wo man sieht, dass er gekämpft hat, wo richtig, auch richtig fuchtend einflößend ist für die Gegner. Also ich möchte nicht ein böser Ritter sein oder so. Ich möchte schon irgendwie ein edler Mann sein. Also persönlich möchte ich schon immer nett sein. Aber in den Spielen möchte ich schon gerne manchmal böse sein und so. Ich spiel's ja, oder? Ich finde es auch so blöd, wenn ein Spiel einfach schlecht gemacht geredet wird, wenn es einfach ein böses Spiel ist. Ich finde es einfach nicht gut. Oh, Farbe.
Kostet nur so wenig. Ah, gut gemachte Farbe. Okay. Jetzt sind wir gleich in Bayer. Ich hoffe, wir schaffen es. Einen kurzen Weg noch. Ah, wir haben ja ein Level, stimmt. Oh, ich habe die Reise nicht Ding gemacht. Ja, also, Riding. Gut, wir haben genug. Eine Intelligenz und eine Stärke. Eins in allen Flash ist unbedingt wichtig noch. Und ein Handwaffen mehr. Bogenschützen mehr mache ich alles sonst. So. Ja, und da ist er, der Marschi. Ja, ja, ich bin Dragobase. Ja. Schnell, rede schnell, sonst habe ich noch Langeweile. Ja, hat die Fresse. Ja, ja, jetzt ist er gut drauf. Hast du einen Auftrag? Nicht? Okay, bleiben wir mal kurz hier, hä? Geh nach Fisch. Nach Fisch. Schmeckt nach Fisch dort. Nein, dort wird schon lootet. Oder gelootet worden. Volunteers. Nochmals 3. Kaufen? Nix. Wir haben genug Geld zum Glück. Ja, gehen wir nach Shaba, hm? Ja, gehen wir nach Shaba. Ist relativ gut. Die Bande sind wahrscheinlich auch neu designt, hä? Schätzungsweise gut. Ja, Shaba Castle. Ach, ich freue mich so auf diesen Mod, hey. Was ich alles noch machen könnte. Oh, cool, der sieht cool aus. Aber das ist nicht der richtige, hä? Wisst ihr eigentlich, wie ich mich genannt habe, als ich das getestet habe? Ich habe mich genannt Sultan Hatwa. Sultan Hatwa, also Sultan Hatwa. Ach, wie cool. Okay, dann gehen wir nach Asmerat. Das ist nämlich eine Burg, das habe ich gar nicht gesehen. Oh, cool. Ja, kaufen wir nochmal ein paar. Und... kann ich nicht warten. ist der. Können wir irgendwie warten? Oh, das sieht ja mega cool aus. Sieht zwar ein bisschen unrealistisch aus, weil es natürlich zu sehr abgegrenzt ist von der Wüste. Und... wieso sind die Bäume eher weiß, also weiß umrahmt? Es ist einfach zu klein, also man sieht sehr, dass es ringsum, ja, es ist nicht ganz so gut gemacht, aber trotzdem, es ist ja ein Mod. Da drücke ich immer ein extra Auge zu, weil, ja, wisst ihr, wie schwer das ist zu texturieren? Das ist ja heftigst. Ich habe schon texturiert und ich war manchmal, also vor allem bei Oblivion war es damals noch, hatte ich extrem Mühe. Okay. Das ist ein komisches Dorf, aber ein geschützteres Dorf, habe ich so das Gefühl. Ja, aber wir finden den Dorf, ah, da. Ja, komm! Er ist das Böse. Wieso immer die gleichen Quests? Gut, wir gehen einfach nach Schmerat und kämpfen.
Ja, wir gehen sofort. Charge den. Charge the enemy. Schaffen das, komm Leute. Ja, einen haben wir. Ein anderer haben die anderen gekillt. Der hat getroffen mich, aber nicht gut Schaden gemacht. Oh, der Kopf aufgeschlitzt. Hupa! Hoppa. Komm, wir schaffen das. Hey, ist es böse? Mann, die sind viel zu überlegen. Ich kann denen einfach nicht mehr helfen, gut. Die sterben alle. Die sind viel zu überlegen. Die treffen mich zweimal. Der schießt mit Bögen. Die sind viel zu stark. Die sind viel zu stark. Ich habe keine Chance so. Ich werde so extremst überrascht. Das wollte ich machen. Ja, ich habe keine Chance. Die gehen alle auf mich jetzt. Gut, dann müssen wir halt jetzt wieder. Ja, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich denn das schaffen? Die sind alle einfach zu böse zu mir. Die sind viel zu böse zu mir. Komm, helft jemand mir bitte. Ja gut. Gar gut, wir schaffen es zu abzuhören. Ja, wir müssen weg. Gehen wir noch ab. Wie böse sind denn die Truppen? Stellt euch das mal vor, die ist zu schnell für uns. Wir konnten nichts machen. Heieieiei. So heftigst. Wir dürfen... Ja, mit jemandem mitreisen will ich auch nicht. Wir haben einfach keine Chance. Das Laber ist also immer der Sigmund möchte ich mitnehmen. Ah, Freelancer-Rekruten. Townsman, Mercery, Reislanzer. Sieht eher nach Deutschland aus. Vielleicht, Rodok. Ja, ich kann nichts. Die haben Sachen geklaut, hä? Die haben wirklich Sachen geklaut, zum Beispiel das Kamel. So böse! Die klauen mir einfach Sachen. Gut. Aber eben, ich habe ja gesagt, ich möchte nicht immer wieder neu laden und so weiter. Obwohl, ich brauche es eben manchmal. Wenn es aussichtslos ist, dann ja. Ich hoffe einfach, dass Vardir nicht so schnell gekillt wird. Weil es eben Mod. Da ist alles ein bisschen übertrieben.
brauchen ein Brot. Solange das relativ günstig ist, nehmen wir doch das. Peace, Angemen. Also die haben Frieden geschlossen. Rodok und Sarai Sultanat. Sehr gut. Mit einem haben wir schon mal nicht Krieg. Also dann haben wir eigentlich nur Krieg mit den Kanat Kergit. Gut. Da will auch niemand. Oh. Was war das schon wieder? Nein, das war nicht Höhe. Rogue Battery. Ich weiß jetzt nicht, was das genau ist. Ah, das ist einfach Töpferware. Hm. Ja, stimmt. Wie langsam wir sind. Wir brauchen ein Pferd. Ja, können wir ein Durkbar vielleicht eins kaufen, wenn ein relativ günstiges ist. Ja. Ein O'Clock. Zwei O'Clock. Da haben wir ein paar. Hm? Ein Brezel. So ein teures Brezel hatte ich schon lange nicht mehr gekauft. Will ich auch nie kaufen. Eine Karawane vom Sultanat. Sehr schön. Oh gut, dass die uns nicht... Hey, ich dachte schon, ich kann mich nicht mehr retten. Was ist mit dem Wurm? Mit der Wurm? Okay, Interrupt. Camp-Follower. Edelknecht. The Magnificent. Songs. Die Quarry. Let's play Find the Lady. Okay, the rules are simple. Find the lady, you win. If not, you lose. Oh yeah, oh yeah, ein Spiel. Done. Aha, ja, ja. Start. Find the lady. Sie ist da. Mist. Was, sie ist im gleichen Ort? Ach komm, immer noch mal. Ah ja, jetzt habe ich sie auch gesehen. Man muss einfach der Karte nachschauen. Dann. Start Game. Ja, ah nein, es geht doch nicht. Okay. Start Game. Ich werde einfach Glück. Ja. Ich mache auf gut Glück. Hä? Schon wieder falsch. Ja gut. Hä, es ist fast unmöglich. Es ist ein völliges Glücksspiel. Ach, schade. Tja, wir haben nichts mehr. Alles feines Brot. Well-made-ed Brot. Shit, wir sind sowas vom im Arsch. Aber wieso haben die Leute eigentlich nicht mich, Ding. Hilf mir, hilf mir, hilf mir! Rettet mich! We'll have our pay. We'll have our fun. Ja, klar. Das ist natürlich wieder mal sehr lustig. Wisst ihr, kommt man raus und wird schon wieder festgejagt. Der Mod übertreibt einfach gewaltig. Das ist sowas von heftig. Scheiße, es gibt zu viele, Ding. Böse Truppen hier. Wir müssen was machen. Wir müssen so schnell wie möglich wieder zurück in unser Schutzdorf, Schutzstadt.
Gut, also dann mache ich mal Schluss hier, hä? Es ist schon wieder ein bisschen später überzogen vor lauter Stress. Und ja, im nächsten Part geht's weiter mit Mountain Blade Warband Floyd's Mod. Tschüss!